Moin Leute, willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute geht es um das Thema Klimaanlage. Wir zeigen euch mal, wie so eine Klimaanlage aufgebaut ist, was es da für Bauteile gibt und zeigen euch, wie ein Klimakompressor funktioniert. Wir fahren jetzt in der Halle und dann schauen wir das alles mal genauer an. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich würde euch gerne einmal den generellen Aufbau und die Funktion der Klimaanlage zeigen. Dafür fangen wir mal an. Bei dem Energiegeber sozusagen, hier haben wir einmal den Klimakompressor, der wird durch den Riemen angetrieben und komprimiert das Kältemittel, das gasförmige Kältemittel und transportiert es dann zum Kondensator. Da gehen wir mal eben hin. Kevin, kannst du mal eben helfen zum Runterkippen oder? Jetzt! Ja. So, dann gehen wir mal nach vorne. Hier sieht man das relativ gut. Hier sind dann die Kühlrippen, das ist der Kondensator. Da kommt das gasförmige Kältemittel an, wird hier dann kondensiert oder kondensiert hier, kommt dann im flüssigen Zustand wieder aus diesem Kondensator heraus, geht durch eine Trocknerpatrone. Das ist ganz wichtig, um halt die Komponenten im System halt auch zu schützen vor Feuchtigkeit. Und anschließend geht es dann hier oben in den Innenraum zum Verdampfer. Da gucken wir mal eben nach oben rein. Ich bin mal ins Fahrhaus gegangen, um euch das mal ein bisschen genauer zu zeigen mit dem Verdampfer. Da habe ich hier in der Hand einen Einzelartikel, ist hier verbaut, hier hinter. Hier seht ihr die Lüftungsklappen. Die erzeugte Luft vom Lüfter wird hier durchgefördert. Das Kältemittel, habe ich euch ja erklärt, geht hier flüssig rein, wird hier verdampft im Verdampfer. Und durch die Verdunstungskälte wird die Luft, die warme Luft, die durchgeht, abgekühlt und geht hier ins Fahrerhaus und sorgt dafür, dass euer Innenraum schön kalt ist und dass die Luft getrocknet wird. Jetzt schauen wir uns einmal was zum Thema Wartung bei dem Klimasystem an. Hier vorne haben wir die Anschlüsse zum Entleeren und zum Befüllen. Wenn ihr das System entleert habt, dann muss es, wenn es neu gefüllt wird, haben wir hier vorne die Angaben dazu. Das heißt, dieses System wird mit dem Klimamittel R134A befüllt und hier sind die Angaben, wie viel befüllt wird. Es gibt aber auch noch weitere Kältemittel. Es gibt, früher wurde zum Beispiel mal benutzt F12. Das R12? Wird, R12, ja, okay, genau. R12. Und das neueste Klimamittel ist R1234YF. Ganz wichtig ist, bei den drei Klimamitteln, die dürfen nicht miteinander vermischt werden, weil das eigene, ja, weil andere Dichtungen sind, die hier vorhanden sind, und dann sind die nicht mit dem Kältemittel, passen die nicht überein. Zum Thema Klimaservice, ganz wichtig, alle 2 Jahre sollte das einmal geprüft werden, aber auch nach Herstellervorgaben müsst ihr einmal überprüfen. Und ganz wichtig ist, wenn ihr das System neu befüllt, würden wir ein Kontrastmittel empfehlen. Das heißt, wenn mal Undichtigkeiten sind, damit ihr erkennen könnt, wo die Undichtigkeit ist. Wenn die Klimaanlage nicht mehr richtig arbeitet, dann bitte auch eine Werkstatt aufsuchen. Es kann sein, dass dort eine Undichtigkeit herrscht und wenn das Kältemittel in die Umwelt kommt, ist es nicht gut, weil es sehr umweltschädlich ist. Wenn ihr die Klimaanlage im Fahrzeug einschaltet, dann hört ihr so ein kleines Klicken. Kannst mal ein bisschen näher kommen. Genau, das hört ihr dann nur, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Was da genau im Fahrzeug passiert, zeigt euch Kevin mal eben. Genau, ich habe hier schon mal den Klimakompressor vorbereitet, der im Fahrzeug auch verbaut ist. Man sieht hier, der Riemen läuft hier auf der Riemenscheibe lang. Das heißt, die Magnetkupplung zieht jetzt mal an, zack, das ist wie Lars ein Schalter. So, dann sieht man auch, dass sie hier jetzt mitdreht. Wir lösen sie wieder, das heißt, Schalter aus, man schaltet wieder an, zack. So, und das funktioniert wie folgt. Genau, ich zeige euch das mal eben. Hier innen drin ist eine Taumelscheibe verbaut. Die Energie wird dann über die Riemenscheibe, über die Taumelscheibe hier an die Kolben übertragen. Das Kältemittel wird mit Hilfe der Kolben dann über die Ventile in die Anlage gefördert. Und hier seht ihr schon, ihr könnt euch vorstellen, wenn hier Fremdpartikel drin sind, kann es mal sein, dass der Kompressor blockiert oder dass die Fremdpartikel in die Anlage gefördert werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das System spült. Und dass ihr kontrolliert, welches Ausmaß haben die Fremdpartikel, müssen vielleicht auch andere Komponenten wie der Kondensator ausgetauscht werden. Da aber bitte auch die Fahrzeugdaten, Fahrzeugherstellervorgaben beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal muss man das System auch öfter spielen als einmal. Ja, wie ihr schon gesehen habt, manchmal könnt ihr auch den Klimakompressor ganz einfach überprüfen, ob die Funktion gegeben ist, wenn ihr einfach überprüft, ob die Magnetkupplung schaltet. Das heißt, es muss nicht immer direkt alles ausgetauscht werden. Wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel den Artikel erneuert, die Kompressoren sind mit Überdruck gefüllt. Das heißt, deswegen ist hier ein Blindstopfen drauf. Den bitte erst entfernen, bevor ihr gleich die Leitung verbaut, damit kein Dreck und keine Feuchtigkeit in das System gelangt. Diese Kompressoren sind mit Öl vorgefüllt, das heißt, damit die erste Schmierung gewährleistet ist. Falls ihr Fragen zum Klimasystem habt, wendet euch an unseren Helpdesk.
Hier haben wir nochmal verschiedenste Artikel zum Thema Klimasystem aufgebaut. Hier vorne haben wir den Verdampfer. Hier ein kleiner Tipp, funktionsbedingt entsteht hier Kondenswasser. Das heißt, dass Pfützen unter dem Auto entstehen, das ist dann ganz normal. Hier noch ein kleiner Tipp zum Thema Klimakompressoren. Ganz wichtig, die im Winter mal mitlaufen lassen, dass hier dass im Klimakompressor das alles geschmiert wird. Hier vorne haben wir nochmal zwei verschiedene Lüfter. Hier haben wir einen Lüfter nur einzeln, hier haben wir einen Lüfter, der zwei Lüfter hat. Genau, hier haben wir nochmal verschiedenste Komponenten auch vom Kühlsystem, das heißt Regelventile. Hier haben wir zum Beispiel nochmal zur Klimaanlage nochmal zurück ein Expansionsventil, das regelt den Druck im Verdampfer sozusagen, den Kältemitteldruck. Hier haben wir noch einmal die Trocknerpatronen, zwei verschiedene Ausführungen. Die Trocknerpatrone, da ist Granulat drin und zieht halt die Feuchtigkeit aus dem Kältemittel. Hier haben wir einmal eine andere Variante von der Trocknerpatrone, die ist hier direkt am Kondensator angeflanscht. Die sieht man hier, hat die gleiche Funktion wie die Trocknerpatrone an sich und ist aber direkt integriert. Genau, diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Wir danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.